Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit der Familie. Ja, und komischerweise, wie abgesprochen, aber ist es nicht, sind wir heute alle in Schwarz. Das ist der Adrian. Hallo Adrian. Hallo. Die Jasmin. Hallo Jasmin. Hallöle. Ja, der Papa. Guten Tag. Und ich natürlich auch. Einmal hüpfen. Ja, der Villager passt jetzt irgendwie gar nicht zu unserem Outfit. Das ist echt wie abgesprochen, ne? Das ist wirklich unfassbar. Ist tatsächlich ja nicht. Nee, ist nicht abgesprochen, aber das fand ich jetzt witzig. Ja, wir sind wieder zu viert am Start. Wir wissen nicht, wie viele Folgen wir im Endeffekt... Wow, Dia-Rüstung. Ja, es sind sehr gute Verzauberungen drin, also drauf. Ja, wir wissen nicht, wie viele Folgen wir heute schaffen, am Stück aufzunehmen. Kommt auf unsere Konzentration an, vor allen Dingen von den Jungs. Die Sonne geht unter, Leute. Oh Gott, Penny. Soll ich zeigen, was ich gebaut habe? Also, naja, gebaut. Also ich lass mich nochmal auf jeden Fall. Herr von und zu, sie liegen im falschen Bett. Welchen denn, hä? Da stehen Namen dran. Ne? Also ich weiß, wir haben sehr viel gemacht, wie man schon an der Rüstung sieht. Also wir haben sehr viel verzaubert. Ja. Wir haben halt ja nur verzaubert und halt sehr viel XP gebraucht. Also okay. Du könntest ja mal über meine Rüstung gucken, was da schon alles drauf ist. Ich geb dir den mal. Nee. Guck nur da drüber etwas. Bedeck mich mit Diamanten. Oha. Ja toll, ich hatte noch keine Diamantenrüstung. Weißt du, du gibst mir das, du weißt gar nicht, ob ich Inventarplatz habe. Also, dein Dia-Helm hat Reparatur und Atmung 2. Ja, das ist, das ist für unter Wasser. Deine Stiefel haben Wasserläufer, Haltbarkeit, Schutz und Federfall, das ist richtig. Deine Hosen haben Schutz und Reparatur und... Das ist nicht so gut. Aber der, ja. Dein Panzer hat Reparatur und Schutz 3. Das Schwert. Ja, noch bessere. Das Schwert, warte, da kriegst du dieses hier. Ja. Geh weg damit. Warte, du kriegst das hier. Das ist das Falsche. Genäh. Okay, das ist schlechter. Hey, so ist. Jetzt nochmal. Ich habe auf meinem Bogen Unendlichkeitsstärke und Flamme. Das habe ich auch. So. Jetzt habe ich aber hier unten... Ey! Mann, die Blöden! Hier unten habe ich noch einen Bogen mit Stärke und Reparatur. Das ist meine, den habe ich da reingepackt. Den habe ich da reingepackt. Und ich kann die beiden nicht kombinieren. Nein. Also könntest du schon, aber würde dir nichts bringen. Gib mir also meinen Bogen wieder! Das ist meine, den habe ich da rein, offscreen reingepackt, weil Jasmin mir sagte auch, man kann das nicht kombinieren. Gib mir den Bogen wieder. Das ist seiner, ja. Das ist wirklich seiner. Ja, dann ist es seiner. Okay. Ja, Papa hat sich schon vom Acker gemacht. Bei wem wollen wir denn jetzt zuerst gucken, wer was gebaut hat? Ich glaube, bei Jasmin fangen wir an. Ich habe auf jeden Fall nichts gebaut. Ich habe ja nur mich um die Rüstung gekümmert. Ja, ich habe nur so ein bisschen rumgebaut. Also nur meine Fläche fertig und mein Keller fertig. Also ordentlich. Ich war gestern Abend nochmal bei dir und habe nochmal Kakteen geerntet. Und wie man jetzt sieht, links ist jetzt alles mit Erde. Oh ja, oh ja. Das habe ich aber schon gesehen gehabt, weil ich ja, wo ich gestern Kakteen gemacht habe, dass sie jetzt mit Erde ummantelt sind. Aber natürlich ist unten drunter Sand. Sand, ne? Und als ich... hier sind doch Kakteen ohne Ende! Meinst ich doch. Und als ich vorher noch online gekommen bin, als ich noch gerade eben noch nicht da war es Nacht, da waren hier überall Monster. Überall. Guck mal, wenn man jetzt, guck mal her, wenn man jetzt hier guckt, hier ist überall Sand drunter. Ja, okay. Ja, was, wenn du Keller baust? Da muss ich den Sonnen mit wegbauen. Ja, Mann. Es geht ja nur darum, dass ich diese Fläche jetzt erstmal mit Erde gemacht habe. Genau, und dann, du hast ja beim letzten Mal gesagt, du weißt noch nicht, was du hier baust. Wie sieht das jetzt aus? Weißt du jetzt schon, was du hier baust? Ich denke mal, es soll auf jeden Fall groß werden. Mhm, natürlich. Klein kann jeder. Ja, klein wäre ein bisschen langweilig auf so einer großen Fläche. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber halt immer kommen so ein paar Ideen, wenn ich diese Fläche sehe. Ja, ja, ja. Und du hast vom Bauen her nichts weiter gemacht? Ich habe nur meine Rüstung gemacht und die Rüstung dauert schon extrem. Und man kann auch mal kurz in meinen Keller kommen. Da habe ich jetzt Wände drinne. In deinem Keller hast du jetzt Wände?
Ja, vorher habt ihr doch die ganze Kohle und so daraus gebaut. Nie nicht, das stimmt überhaupt gar nicht. Wetten doch. Wetten nicht. Schaust du, ja, ich bin stolz auf dich. Ja, ich auch. Das war Zufall. Ah. Freu dich nicht zu früh, das ist einmalig. Das war Zufall. Aber hier sind keine Wände. Ah. Ja, da drinnen geht es ja auch nicht darum. Da geht es ja nur darum, dass hier da die Schaltung hier vorne drin so ist. Ja, genau. Und dieses Höhlengeräusch ist ja immer schrecklich, ne? Ja. Aber jetzt habe ich hier auch Wände drin, also. Ja, schick. Also, das ist schon richtig toll geworden. Und ich habe mich jetzt mit Spruce und Dark Oakwood ein bisschen angefreundet. Okay. Mal nochmal an euch beide gerichtet. Die Manu. Mhm. Also unsere Tip-Top. Mhm. Die ist immer sehr begeistert von euch, genauso wie Chrissy, die geschrieben hat, das macht immer Urs viel Spaß und so. Und wir sollten auch vielleicht nochmal den Kalle bei Gelegenheit einladen. Ja. Der Kalle hat mir heute erzählt, dass Chrissy auch bei ihm geschrieben hat, sie fand die Ansprache über den Esel schon recht lustig. So, ne? Ja. Und hier geht's nochmal nach draußen irgendwann? Ich guck mal, was ich da brauche. Ich hab da irgendwie... Entweder soll es nach unten gehen. Aha. Aber ich bin mir da noch nicht sicher. Ich habe jetzt erstmal hier nur so eine Wand hingeklatscht mit Beton. Ja. Ja, finde ich cool. Also das verheißt jetzt nochmal was Interessantes, was da kommen könnte, ne? Ja. Das hat bleibt gespannt. Was denn? Jetzt eigentlich alles vor jetzt in diesen Aufnahmesession? Ich habe jetzt vor, ein bisschen zu angeln und meine Angel weiter zu verzaubern und sonst ein bisschen Planung zu machen für meine große Fläche. Und du, Adrian? Also ich werde weiterhin meine Sachen verzaubern. Halt, ja, ist halt noch zu wenig drauf eigentlich. Ich nehme mal hier einen Stack. Kann ich hier einen Stack Kaktus rausnehmen? Ja. Ich möchte nämlich, was habe ich nämlich, kann ich, ich nehme mal den 50er Stack mit. Oder ich nehme zwei Stacken mit, ist egal. Einfach mit, was du brauchst. Ja, Jasmin hat da drei, vier Stacks. Nein, ich habe zwei. Einen vollen und einen 50er. Denn ich habe ja gestern Abend, Jasmin hatte mir ja in dem Mini-Tutorial nochmal die Flamme besorgt für meinen Bogen. Und ich wollte das dann auf meinen Bogen rauf machen, hatte aber nur 7 Level und brauchte 17. Und dann bin ich an unsere XP-Farm gegangen. Und komischerweise war da nichts mehr drin, meine lieben Kinder. Ich weiß nicht. Ich hab die ganze XP für ihn gelassen. Tü, ne? Wow. Adrian? Nein, alles gut. Dafür ist es ja da. Also, Adrian? Ne, dafür ist es da. Mhm. Bücher. Ich habe dann hier die ganze Zeit gestanden, damit hier alles wächst, weil wir ja keinen Schankloder haben. Könnt ihr mal einmal mich ausreden lassen, bitte. Ja. Hab hier dann gestanden, damit hier alles immer schön wächst und so, weil wir ja keinen Schankloder haben. Also, wenn wir nicht auf dem Server sind, wächst hier auch natürlich nichts. Und habe mich dann hier hingestellt und immer gewartet und immer gewartet. Und das hat mir zu lange gedauert mit unserer XP-Farm. Und dann habe ich mir hier Sandbupfel hingebaut, habe mir hier Kaktus hingebaut. Und hier hinten habe ich mir Bambus hingebaut, dass ich dann immer, wenn es gewachsen ist, einmal komplett abgebaut habe. Und alles hier unten in den Ofen geschmissen. Und deswegen habe ich jetzt eben auch von Jasmin... Ah, hier fehlt Bambus. Von Jasmin den Kaktus mitgenommen. Dein Ernst? Also damit nicht du, Mama, sondern mein Bruder. Es kann auch umgeschwommen. Damit man hier schön, schön die XP aus dem Ofen holen kann, damit man dann auf Level kommt. So, jetzt dürft ihr reden. Ja, nee, mein Bruder wollte mir gerade zwei Bücher geben. Ich bin dann nach unten geschwommen und er ist nach oben. Ja, das ist hochgradig effektiv, was ihr da macht. Aber das ist schon nicht schlecht. Mal eine Frage. Papa, was willst du denn? Oder was bist du denn schon am Machen? Ich bin dabei, diesen Durchgang nochmal zu machen. Den Tunnel. Den Tunnel. Der soll jetzt weitergehen auf jeden Fall. Was ich dahinter mache, weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall soll es erstmal einen schönen Durchgang geben und dahinter mache ich dann irgendwas. Das überlege ich mir dann im nächsten Step. So, meine lieben Kinder. Ja. Es verschwindet heute nicht nur hier zu Hause Weihnachten, sondern hier auch in Minecraft. Im Minecraft sollte dann auch langsam dann mein Weihnachten verschwinden. Und dann kümmere ich mich da auch noch drum heute.
Das kann ja auch sonst, wenn Adrian Lust hat, kann er das ja auch machen. Nein, ich habe keine Zeit. Habe wirklich keine Zeit. Nee, ich mach das schon. Das kriegen wir schon unfassbar, hin. Unfassbar, dieser Junge. Unfassbar. Dann mache ich das mal als erstes. Ich muss hier eh noch warten, bis hier ein paar Steine durchgebraten sind und von daher. Ja, nee, natürlich, kein Problem. Was, ich muss gerade den Tunnel hier durch auf ohne Lore. Warum hast du denn keine Lore? Weil die Lore auf der anderen Seite ist. Ich habe zwei Loren gemacht. Warum kommst du denn nicht zu mir? Ja, ich laufe jetzt zurück, wenn ich jetzt gerade da bin. Genau. Ich komme schon wieder mit meinem Fahrstuhl nicht klar. Es ist unfassbar. Ja, der Fahrstuhl ist so entspannt. Ne? Ja. Mit dem fährt man. Ja. Also, Papa, wie man sieht, lässt jetzt hier schön Weihnachten verschwinden. Bei uns hier zu Hause wird heute auch Weihnachten verschwinden. Unglück. Ich bin, ja, siehst du, wir sind nicht nur ich, aber so Adrian auch, hat letztens auch gerade gesagt, so langsam könnte Weihnachten jetzt wieder verschwinden. Schnee hatten wir eh keinen. Alter. Oh, erinnere mich nicht bloß daran. Jasmin kam am letzten Schultag nach Hause. Ich bin mega traurig. Und ich sage, hä, wieso das denn? Ja, wir haben keinen Schnee. Ja, nee, wir haben Winterferien. Ich gucke in den Himmel, der war komplett blau und die Sonne schien. Ja, und das war sogar noch warm. Du hattest, glaube ich, noch Jacke ausgezogen gehabt, ja, ne? Und ja, das ist schon arg, wenn ein Kind sagt, oh, schade, kein... Oder du bist ja kein Kind mehr, du bist ja eine Jugendliche, ne? Ja. Aber das ist schon arg traurig, das ist wirklich tatsächlich so, ne? Oh mein Gott! Ich habe gerade geangelt und habe einen Stärke 3 und Flammebogen bekommen. Schön! Heck. Genau. Was? Kommt es ein Heck? Ich stelle hier gleich mal mein Bett auf. Ich habe das ja Gott sei Dank. Und du hast eine Löhre drauf, Jasmin. Ja, aber Löhre 3. Ja, trotzdem. Und nochmal Glück des Meeres 1. Ja, okay. Die Angel zieht da gleich so extrem OP-Schwert irgendwie. Ja, wer hat, der hat. Mit so 1 Million Schaden, habe ich gehört. Ich hatte ja im Übrigen da die Kartoffel rausgenommen gehabt. Wer hat denn die da wieder reingemacht? So eine Kartoffel. Im Trichter. Ich hab da immer Kartoffeln drin. Die soll doch dort so bleiben. Ja. Nee, ich wollte mehr XP haben und nicht noch lange warten. Also nicht. Ja, guck mal, da. Unsere XP-Form ist auch so verdammt nochmal lange. Das dauert zu lange. Ja, noch ein Bogen. Reparatur und Haltbarkeit 3. Weil. Ach, es denkt. Ach nee, Haltbarkeit. So, ich bin im Bett. Oh, stimmt, Bett. Schlafen. Ach, ja. Ja, Papa hing gerade im Baum. Das tut mir leid. Ja. Papa hing gerade im Baum. Du kriegst einen Pufferfisch. Ja. Oha, er ist einfach vorbeigelaufen. Hat Rico hier im Bett? Ja, halt bei den Treppen runter rechts irgendwo. Hallo. Ja, wow, hallo. Ich bin gerade die Treppen hochgelaufen. Sonst geh doch einfach raus. Ich schlaf im Freien. Ja, ja. Ich bin in keinem Haus drinne. Wir schon. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Wenn ich gleich tot bin, dann weißt du, was schlimm ist. Wie viele Level hast du? 5. Ja, wow. Ich hab dich auch gern. Sitz bitte auf deinem Stuhl. Du darfst wieder reinkommen. Sitz bitte auf deinem Stuhl still. Das ist auf diesem Stuhl echt schwierig. Ich weiß. Aber da musst du jetzt durch, wenn du Indianer werden willst. Ich bräuchte mal einen anderen Stuhl. Indianer. Ich bekomme ja keinen. Du hattest einen. Guck dir gleich ins Gehirn, ey. Ich mach mit. Ja, Vergangenheitsform, ne? Er hatte. Da ist der ganze Stein. Ich frag mich, wie man so einen Stuhl nicht mögen kann. Mein Stuhl. Nee, na, den ich Stuhl. Hab. Ja, Mama, ja, wir haben. Das Ding an der Sache ist, er kam damit nicht unter den Schreibtisch. Lentec. Ich kam halt mit dem Stuhl nicht unter dem Schreibtisch. Schreibtisch.
Das ist das Ding. Deswegen, er konnte sich quasi dann nicht unter den Schreibtisch schieben. Könnte mich die Frage. Ich sitze auch nicht unter dem Schreibtisch. Ja, aber zum Schreiben wäre das bei ihm besser wo? Wo bist du? Wer? Ich höre ein Monster, aber ich sehe es nicht. Bist du unterirdisch? Heute so ein Stuhl, den man auch so klappen kann. Wo man auch Pen drauf könnte. Ich höre den, aber ich sehe den nicht. Oh, gib mir das gerade. Ja, unter der Höhle. Also unter deinem Haus und da ist eine Höhle. Nicht unter meinem Haus, ich bin ja an der Kaktusfarm. Ja, oder da. Ja, bei mir, da ist eine Höhle, weil ich war da mal, mein. Bei mir unterm Haus? Nein, ungefähr unter der Kaktusfarm. Ach so. Weil ich habe mich mal bei meiner Höhle, die ich direkt in mein Haus habe, da habe ich mich mal in die Höhle und dann habe ich mich runtergebaut. Aha. Und dann war ich in der Höhle und dann kann das sein, dass das unter dem, mein Deutsch, unter der Farm ist. Wie oft kann man sie versprechen? Ich kenne da noch jemand, der das so oft kann. Was? Wer? Ich. Naja, er ist nicht familienangehörig. So, Adrian, du brauchst ja ein paar Level, ne? Ein bisschen was ist hier zu holen. Auf der XP Farmer. Ich bin gerade bei Rico. Okay. Ja, ich lasse das reinlaufen und gut ist. Wollt ihr mich ver... Was denn? Hat jemand mal 10 Level für mich? Ja, komm doch hier zur XP Farm. Ich weiß nicht, ob es 10 sind, aber... Sind es nicht. Wahrscheinlich. 3 Öfen sind an. Ich komm. Gut, ich habe jetzt eigentlich genug. Die Bambus kannst du auch zur Not nochmal runterschlagen, aber bitte 50 Stück Bambus. Neue hinstellen. Ja, heißt leck mich am Moors. Als ob ich nachzähle, wie viel. So, ich habe jetzt vor demnächst hier unser Villager-Dorf noch ein bisschen zu erweitern. Plünderung 3. Das heißt, wir haben ja, wie viele Villager-Häuser haben wir? 3, ne? Es waren genau 2 Level, Mutter. Oh, Entschuldigung, das tut mir leid, dass ich nicht für mehr gesorgt habe. Ich bin eine schlechte Mutter, weil ich nicht für eure Level sorge. Bruderherz? Nein. Nee. Hast du eben XP aus, von unserem anderen Bruder, Roman? Geholt? Nee, gerade nicht. Aber okay, dann kann ich mir holen. Du kommst da nur 5 Level. Ja und? Oder 2. Besser als gar nichts. Ah, da wollte ich gerade hin. Nein, da kommst du nicht hin. Mal gucken, wer schneller ist. Nein. Ey. Klaut euch doch das nicht nebenbei. Jasmin, sorgt dafür. Da hinten ist genug Kaktus und Bambus. Nein, ja, das kann ich ruhig abholen. Alles gut. Aber wenn ich mir selber die Arbeit machen muss, nee, danke. Du kannst es ruhig abholen, okay? Ja, okay. Dein Ernst? Du kannst auch zum Mobfarm runtergehen. Darf ich? Oh, nee. Das ist ja noch schlimmer da. Ich will eigentlich jetzt die ganzen Aufnahmen gerade alle Farmen irgendwie besitzen, weil ich sehr viel Level brauche. Letztens war ich da drunter und ich bin dann so rausgegangen und auf einmal... Oh, 2 Level. Echt doch. Und auf einmal... Oh Gott. Oh, und auf einmal war da halt eine Riesenherde Zombie hinter mir her. Ja. Da kriegst du das Rennen. Oh, war das schlecht. Du könntest ja auch unter Umständen mal Papas Hühnchen füttern. Stimmt. Ich habe ja genug Ziel. Ach ja, und falls wir mal Weizen oder so brauchen, wir können ja auch bei Ricos Dings, nein, nicht bei Papa, ja, bei Papa auch, aber bei Rico auch mal ernten gehen. Also, wenn wir was haben auf der Map, dann Weizen. Ja. Nein, Karotten. Ich weiß auch, als wir damals um jeden Seed gekämpft haben. Ja, also die Zeiten sind ja nun wirklich schon lange vorbei, ne? Ja. Dazu sind wir jetzt. Gott sei es gedankt, ey. So richtig, Improvement. So, wir sind nicht so gut. Nee, ich fange jetzt wieder an auf 1.7 zu spielen, ja? Nein. Das ist 1.7? Doch, 1.7.10 ist besser. Gott, die alten Zeit. Ja, die ganz alte Zeit. Aber halt mit Mods und so, ne? Na toll. Dann ist es scheißegal, welche Version hast. Dann ist es scheißegal, welche Version hast, wenn du mit Mods spielst. Ja, aber es nützt ja trotzdem nichts bei den Samen. Hab's ja schon fast. Ja schon und die, ich sag mal so, die Mods sind natürlich dann
Die meisten großen Modpacks sind ja tatsächlich noch auf 1, maximal auf 1,12. Ne? Also ey, Magga, geh mir nicht auf den Sack. Eher 1,7 tatsächlich. 1,74. Ja, aber ich sag jetzt mal, das Projekt, was die YouTuber gemacht haben, ist jetzt auch schon einiges Zeit her, ne? Ja, deswegen, die ganzen großen Mods war zur Zeit von 1,7, weil da war der größte Hype, sag ich mal. Ja. Naja, der Hype ist ja jetzt wieder aufgelegt, ne? Ja, aber nicht so, als dass da jetzt noch großartig besonders aufsehenerregende Mod-Pakete gebastelt werden für die neuen Versionen, weil die, wie gesagt, unter den 1.7er recht gut funktionieren und das macht halt keiner für die neuen Versionen. Nein, ich kann keine Versionen. Verzauberung mehr machen. Also Wikipedia war wieder an. Eine normale Mod, sag ich mal, überhaupt. Auch für Aber es ist halt so geil, weißt du, ich mag dieses Projekt mega. Könnt mir das 24/7 von den YouTubern reinziehen? Ja, jetzt brauchst du Plünderung. 3. So, Weihnachtsbaum. Erledigt. Ich hab mir das jetzt gefällt, gekauft. Gefällt sozusagen, ja. Okay, dann tun wir. Warum? Sehr schön, Papa. Ich auf mein Schwert hast du gut geht. Gemacht, Papa. Das gefällt mir, ja. Das kannst du mir geben. Wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen. Nein. Das ist das, so wenig Verzauberungen darauf machen können. Das regt so auf. Kohle. Ich brauche noch 2 Level. Das bist du. Bei Papa. Oh, jetzt kann ich nochmal zurücklaufen. Ja, dann geh doch nochmal zu unserer XP-Farm. Vielleicht hat die ja schon wieder 2 Level. Hey, wenn ich dafür arbeiten muss. Wenn ich das höre, krieg ich schon wieder das blanke Grauen. Yes. Bloß nicht irgendwas tun. Hauptsache mir fliegen die gebratenen Tauben in den Mund. Ja, wenn man schon die Möglichkeit hat, das zu umgehen. Warum nicht? Wo bist du denn jetzt, Jasmin? Bei Papas Haus. Ja, bin da. Bin da, wer noch? Wo war das her? Wo bist du denn jetzt? Ich bin bei Papas Haus. Ah, du bist bei der Partybude. Das ist Papas Haus, das ist da hinten das Berghaus. Das ist das Berghaus. Du bist bei Papas Haus, bei der Partybude. Ach du Heilige, sind hier wieder viele Hühner. Nein! Und wie gut, dass ich gerade keinen Zahn dran habe. Er ist hier, ich will keine Eier. Ja. Hier ist was los. Mann. Oh, ich habe keinen Inventarplatz, sehr gut. Ja, das ist ja bedauerlich. Oh, was ein Gigakel. Ciao. Armer Papa. Ich bin ja arm, weißt du, ich habe ja jetzt mal Plünderung für 19 Mimels gekauft und ich kann es nicht mal auf mein Schwert machen. Was meinst du, wie es mir gestern Abend ging? Oder heute Nacht, besser gesagt. Ja, du kannst es trotzdem nur auf deinem Bogen machen, was du da auch immer drauf machen wolltest. Ich Plünderung. Nicht du, Mama. Ja, aber ich hab dafür auch, ich musste 10 Level zusammenkratzen, ne? Ja, ich musste 19 Level jetzt gerade holen. Na, das ist ja bedauerlich. Ist es auch. I think I spider. Kommt mal her, meine Hühnchen. Es leckt. Nein! Bei den Hühnern. Nee, es leckt also, Mann. Ja, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber die Hühner sind alle eingefroren gewesen. 17 Level für einmal Schutz. 33 Level für einmal Reparatur. Ich hätte es erst Ja, der Golem, der beobachtet mich, dass ich hier auch alles ja richtig mache, ne? Ja, einer muss es ja machen. Ich Spinner. Immer zum Monsterfarm. Übrigens, den Weg zur Monsterfarm habe ich auch nicht gefunden. Von wegen alles super ausgeleuchtet und so ein Scherz alles. Was für ausgeleuchtet? Das ist einfach hinten bei Jasmin. Ja. Jasmin hat den Weg hin zu dahin hat sie gemacht. Aber da rein muss ich dann mich zurechtsuchen. Ja, du musst ihn dir einmal merken. Willst du dann mal mitkommen? Nee, möchte ich nicht. Möchte eh keine Monster töten. Also von daher ist mir das relativ lax. Aber ich komm mal mit. Da ist ein Zombie. Wo bist du jetzt gerade? Wer was, hä? Adrian, wo du bist? Ich bin gleich bei Monster Farm. Ja, Papa wollte mit. Ich wollte eigentlich mal mit dir zusammen da hingehen. Ah, Banditin! Oh nein. Ja, da ist einer. Ich muss den erschießen. Ja, dann erschieß ihn. Weil wenn du das Omen hast, geh bitte Milch trinken. Das ist doch geil, dass wir mal wieder Feinde haben. Uff. Wir hätten sowas lang nicht mehr.
Ich hatte das böse Omen. Nein. Doch. Oh, die sind hier. Oh lol. Hä, hey, ich war aber außerhalb der Stadt. Was ist das denn? Hier sind zwei Leute. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ja, let's go, Jasmin. Ich habe einen Pfeil. Brennt! Hast du eine Endlichkeit, Jasmin? Nein, habe ich nicht. Ja, ich hab haben immer noch keinen Überfall-Dingsbums, ne? Ja, okay, jetzt haben wir eh jetzt safe welche. Ja, oh, okay. Überfall. Let's go, der Hase. Ja, schön. Oh, ich, hab einen Armbrust. Okay, ich bin eh OP, also. Das sind die Villager gerade, die Glocke. Ne? Ja. Wir sind eh OP, also was soll's. Also ich bin auf jeden Fall gerade OP. Okay, Ruhe. Ich höre keines. Ah, da und wo sind die jetzt im Dorf, oder was? Hammerstall. Hammerstall. Ja, die kommen jetzt. Hab einen gekillt. Wo denn? Ja, dein Stein, Mama. Haben wir doch gesagt. Warte mal, ich will mal schießen mit meinem, Dann mach das. Ja, ich komme ja nicht dahin. Ist ja, raus. Ja, das zum Thema Schießen. Ach, da hinten ist die Party, ja. Nein, ich kill deine Kühe. Ja, egal. Doch nur das jeder. Alles gut. Hier sind brennende Pfeile. Ich glaube, die kommt von der. Ja, ich glaub, ja, die kommt von dir. Ja, ich weiß. Und wo kommen sie jetzt? Ich glaube, die kommt von jetzt von Papas Seite. Jetzt wird auch noch dunkel. Ich höre keine Sounds. Aber ich. Ich höre kein Horn. Der ist in der dritten Welle safe. Nein, das Horn war doch eben auch zu hören. Ja, ich höre es ja nicht. Ja, dann seid trotzdem an euch. Oder kommen die nicht im Dunkeln? Doch. Und die von da, vorne, von Mamas Feld, Mamas Feld. Von meinem Feld? Ach, da unten. Okay. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Hinter dir, Mama, hinter dir, hinter Mama. Du hast keine Rüstung. Hat er gerade dir getroffen oder war es ein Totem? Oh, verbleibender Räuber einer. Was hast du gerade bekommen, Mama? Ein Räuber. Ein Emerald. Hinter uns. Ich hab ihn abgeschossen. Ihr macht hier Party und ich kriege wieder nichts davon mit hier. Wo seid ihr denn? Im Dorf. Da hinter dir ist ein Zombie, Mama. Ich hab keine Rüstung mehr. Mama, du hast gar keine Rüstung mehr. Ja. Echt? Die hat der Papa gekriegt. Von links. Komm her, Papa, komm zurück. Yeah. Von links. Von mir oder? Da, hier, bei meinem. Da, ja, genau, da ist der Bruder. Ja. Attacke. Draufschießen am besten. Mama, schieß auf den Bullen. Der Bulle ist ja auch sehr schwer zu treffen. Ey, Karamba. Er ist nämlich aggressiv. Das ist ja nicht so geil. Einfach draufschießen. Ja. Der will mich. Der wollte dich. Ist er tot? Ja. Aber ich will mal einen Toten. Ja, wir bekommen. Haben gewonnen. Kriegen da unten ist Skelett. Können wir jetzt mal schlafen gehen, bitte? Ja. Oh, Alter, Mama. Ja, bitte. Ich will direkt schlafen. Ja, ich will hier kein scheiß Feuerwerk. Ihr wollt immer die ganze Kram. Das war ja einfach. Ja, ich habe ja auch mit Feuer, ich habe ja auch mit Feuer geschossen. Ja, wow, ich habe auch ein Feuerschwert und Feuerbogen, also, hä? So will ich jetzt noch nicht. Also ich hab wer will den Emerald haben, den ich gekriegt habe? Ich habe einen Emerald eigentlich gerade dazu bekommen, ich weiß gerade nicht. Kannst du mal behalten, ruhig. Okay. Sind denn die Villager? Ja. Ach, jetzt habe ich meinen Bogen reingetan. Das ist ein Zombie. Easy. Und vor Papas Bude sind erstmal zwei Skelette und ein. Ja, ich habe jetzt hier jede Menge. Freunde. Ja, Papa, pass auf, ich schieße dich schnapp. Einer schon. Kannst rauskommen, Papa. Sehr gut. Alles ist weg. So, aber wollen wir jetzt zu der Dings gehen? Ja, folgt mir. Boah, der Eisengolem geht erstmal auf den kleinen Baby-Zombie rauf. Ja, kann ich nehmen. Wir können jetzt mal die Folge beenden. So schnell? Ja, heftig, ne? Ja. Mhm. Ja, also, Folge wird beendet. War mal ein kleiner Kampf zwischendurch. Also, der war wirklich klein. Der war einfach. Ihr hörtet Diskussionen über Minecraft. Ihr hörtet die Gier nach XP für Level, für Verzauberung, also alles
vorhanden, was man hier so machen konnte. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es ja, Däumchen nach oben, Abo rechts in der Ecke, da könnt ihr draufklicken, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und am besten ist, ihr schaut zur nächsten Folge wieder rein, wenn es heißt Minecraft mit der Familie. Und ich sage ciao und bye bye. Tschüss. Bye.